denkmalgeschütztes älteres Gebäude bedarf eines hohen Aufwandes, ihn baulich zu begleiten. Wir haben hier eine Situation, von der wir denken, dass die Sicherheit aller, die uns besuchen und auch unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesichert ist. Gleichwohl gibt es Indizien dafür, die es uns sinnvoll erscheinen lassen, uns mal den Gesamtzustand des Gebäudes zu widmen, analytisch und zu sehen, was muss man möglicherweise mittelfristig mit welchem Aufwand an Maßnahmen einleiten, um die Schönheit dieses Gebäudes und seine Funktionstüchtigkeit zu erhalten, vornehmen. Das ist eine Sandsteinfassade, die ringsherum das ganze Gebäude einkleidet. Und dieser Sandstein bei diesem Starkregen, den es gibt, beginnt aufzusaugen und das Wasser nach innen zu transportieren. Das hat die Wirkung, dass die innenliegenden Räume dann mit Schimmelbefall und Ausblühen der Wände und Schäden im Putz verursachend dringend renovierungsbedürftig sind. Das macht aber nur Sinn, wenn man die Außenhaut dicht macht. Und wir haben das jetzt hier hinter uns machen müssen. Die Treppe war undicht, die Wassersperre funktionierte nicht mehr, sodass die darunterliegenden Räume alle feucht waren. Wir haben geglaubt, es mit einem Aufwand von 120.000 Euro und den 6 Wochen Theaterferien im vergangenen Jahr zu bewerkstelligen. Wir haben dann festgestellt, dass auch der Umfang viel höher ist. Wir haben jetzt 2 Sommer gebraucht. Wir stehen kurz davor, dass es jetzt in den nächsten Wochen zum Abschluss gebraucht wird und die Gesamtkosten werden sich auf 360.000 Euro belaufen. Das ist bei einem alten Gebäude so. Manchmal macht man einen Schacht auf und denkt, man legt für 5.000 Euro ein neues Kabel und stellt fest, da ist aber so viel marode, dass man viel auswechseln muss und hat dann Kosten, die sind 10-mal so hoch.